Bauen, sanieren und renovieren. Das sind die Schwerpunkte der Messe Handwerk Energie Zukunft, die seit Samstag wieder ihre Tore in Reutlingen geöffnet hat. Bereits zum 13. Mal kamen die Besucher auf den Festplatz Bösmannsegger und ließen sich sowohl über Neuigkeiten informieren, als auch von altbewährtem begeistern. Oberbürgermeister Thomas Keck und Kreishandwerksmeister Dieter Leible übernahmen die Eröffnung der Messe und da kam direkt ein Thema auf. Dieselfahrverbote. Für einige der Handwerksbetriebe kann ein Fahrverbot schwerwiegende Konsequenzen haben. Deshalb beteuerte der Oberbürgermeister: Wir werden auf jeden Fall alles tun dafür, dass sie nicht kommen, was in unserer Macht steht. Wir wissen nicht, was von oben kommt. Wir wissen nicht, was das Land macht letztlich, was der Bund macht. Aber wir als Kommune werden alles Mögliche, was uns möglich ist, tun, um es zu vermeiden. Doch weder das schlechte Wetter noch die Dieselfahrverbote konnten die Stimmung der Messebesucher trüben. Und so begaben sich Thomas Keck, Kreishandwerksmeister Dieter Leible und zahlreiche Begleiter auf Erkundungstour. Keck ließ sich beim Stand der Reicherter Fensterbau GmbH davon überzeugen, wie Wärme mit einer guten Isolierung im Haus gehalten werden kann. Die erste Bürgermeisterin Ulrike Hotz probierte kurze Zeit später eine beheizte Liege aus. Dieter Leible meinte daraufhin, dass diese Liege sich gut für die Sitzungen des Gemeinderats eignen würde. Auch Rathauschef Thomas Keck durfte mal Probe liegen. Die letzten Jahre hatte Dieter Leible immer die ehemalige Oberbürgermeisterin Barbara Bosch beim Rundgang durch die Messezelte begleitet. Wie sich der neue Amtsinhaber schlägt? Sicher sehr gut, es ist unproblematisch. Herr Keck kennt sehr viele Menschen, ist ein sehr unkomplizierter Mensch. Und ich schätze, dass wir mit dem Handwerk, mit dem Herrn Keck sehr gut klarkommen werden. Am Stand der Friseure zeigte sich, wie gut Leible selbst mit dem Oberbürgermeister klarkommt. Während Ulrike Hotz ihre Haare in die Hände einer Friseurin gab, durfte Friseurmeister Leible selbst sein Können beim Oberbürgermeister unter Beweis stellen. Thomas Keck war aber nicht nur begeistert von seinem neuen Friseur. Alles ist hier wunderbar und die Anwendungsmöglichkeiten, auch im elektronischen Bereich, gerade mit der virtuellen Realität, mit der Maske, bin ich durch ein virtuelles Haus gelaufen. Es ist irre, was es alles gibt. Und ich freue mich, dass diese Messe wieder stattfindet, leider bei schlechtem Wetter, aber dafür gibt es ja die Zelte. Und ich kann nur hoffen, dass viele Mitbürgerinnen und Mitbürger und auch aus der Region die Leute hierher kommen und sich das anschauen und sich anregen lassen. Es ist toll, wie leistungsfähig unser Handwerk ist. Wer sich selbst einmal ins Getümmel stürzen und die Messe besuchen möchte, hat am Sonntag noch die Gelegenheit dazu. Geöffnet ist von 11 bis 17 Uhr.